Ah, ich glaube, wir haben bloß ein Leben und müssen da den Boss platt machen. Ich glaube, das war's, wa? Ja. Okay, dann wissen wir es schon. Oh. Upala. Da bin ich wohl ein bisschen weit reingehüpft. Bin ich blöd. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein Leben kriegen. Wenigstens das. Oha, bleib oben. Aber sieht nicht so aus. Okay. Nicht mal ein Leben, na toll. Ups. Okay. Da ist unser UFO. Das ist Nummer 2. Gut. Nein! Oh, das gibt's nicht. Ich hätte nur noch einmal treffen müssen. Noch einmal natürlich. Ich will natürlich den Kometen erledigen hier. Aber nur, wir kriegen noch ein Leben, wenn ich jetzt noch mehr Sternstaub sammle. Wunderbar. So, jetzt kriegen wir den aber. Das war Nummer 1. Und zack, Nummer 2. Und nochmal. Ja, sehr schön. Eigentlich ist er einfach. Oh. Ich muss mal kurz was machen. Ich sehe ja gerade was. Mein Greenscreen ist wieder zur Sicht gekommen. Warum? Warum sieht man den schon wieder? Ich hab den doch erst ausgehabt und das hat doch geklappt. Schweinerei. Oh, Mann. So. So. Besser. Zack. So geht's doch, glaube ich. Jawohl. Okay, Fehler behoben. Weiter geht's. Schön, dass der rumgesprungen ist. So, und den Stern haben wir auch. So, wunderbar. Rosalinas Bibliothek ist freigeschaltet worden. Cool. Gibt es hier gleich noch einen Kometen? Da gucken wir doch gleich mal. Nö. Erstmal nicht. Okay. Dann gucken wir mal auf der Karte, ob da noch ein Komet ist. Ansonsten gehen wir erstmal zum nächsten. Zur nächsten Galaxie. So. Okay, ist hier da kein Kometen? Na gut, dann gehen wir mal in die nächste Galaxie. Voilà. Die Bibliothek können wir später machen. Da mal reinschauen. Erstmal hole ich mir hinten noch ein Leben.
Zack. So, damit werden die Leben wieder voll. So, hops, 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 hops und rein da. So, dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Oh, das sieht schön aus. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ah, haben sie ja schon. So, mal schauen, was wir da so für Level bekommen. Das hier können wir freischalten. Das noch nicht, okay. Das hier können wir aber freischalten. Das hier. Und das hier sogar auch schon. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal die Testblase. Das ist ja bloß ein Stern. Und das geht schnell. So, von der großen Blase geschüttelt. Nicht gerührt? Warum nicht? Schauen wir doch mal. Ein Absturz des Suchtrupps. Alles klar. So. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie das hier funktioniert. Okay, okay, okay. Hier geht schon mal nichts. Hier. Okay, jetzt kann ich Sternstäubchen hier mitnehmen. Hey, wenn du die große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft aus dem Sternzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Auch, ach so, falls du im Handheld-Modus spielst, pustest du auch durch Berühren des Bildschirms. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Denke ich auch. Ups. Ach so. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich pusten muss überhaupt. Aber ich glaube, das ist die richtige. Steuerung ist immens grausam. 3. Jetzt gucken wir mal hier oben. Nein. Bleib schön hier. Ah, so. Jetzt haben wir es. Da ist der letzte. Boah, das war knapp. Ach, natürlich. Okay, so verlässt man. Uff. So schnell konnte ich doch ja nicht schalten, Mensch. Schweinerei. Kurz warten hier und rein, dann blubbern wir mal hier ein bisschen mit. So. Ich scheiß mal gerade auf die Münzen. Mir ist gerade wichtiger, dass ich hier durchkomme. So. So.
gekommen sind wir schon mal. So gut. Wo lang jetzt? Nein! Oh, Kacke. Ich war wieder zu gierig. Ich dachte, da wäre bloß ein so eine Mine. Na gut. Egal. Wir haben noch ein paar Leben. Können wir auch ignorieren. Das geht alles. So. Und der Stern. Super. Na, das geht doch hier. Das geht doch hier gut voran. Kann man eigentlich auch selber die Karte hier nochmal aufmachen? Muss ich nochmal gucken, ob das geht. Galaxie komplett. Sternteile mitgebracht. Dein Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Sehr schön.